Leute, ich bin's wieder, TKW, und heute wollte ich mal ein kleines Tutorial dazu machen, wie man ab der Minecraft Version 1.6 Mods installiert. Denn das ist jetzt ein bisschen anders geworden und auch ein klein wenig komplizierter. Ich werde jetzt einfach mal Optifine installieren. Als erstes müssen wir auf die Windows-Taste und R drücken, dann Prozent AppData Prozent eingeben, wie sonst immer auch, um in den Punkt Minecraft-Ordner zu kommen. In dem müssen wir dann in den Ordner Versions gehen. Dann sehen wir hier die ganzen Ordner mit den Versionen, die wir schon gespielt haben. Ich mache das Ganze jetzt in der 1.6.2, und das Einzige, was wir machen müssen, ist erstmal diesen Ordner hier kopieren und einfügen. Den können wir jetzt irgendwie nennen. Ich nenne jetzt einfach erstmal 146 Mods. Und dann gehen wir da rein. Und wir müssen das hier noch kopieren, was wir da geschrieben haben. Gehen wir da rein. Und dann diese zwei Dateien, die da drin sind, die müssen wir ganz genau so nennen, wie wir diesen Ordner auch genannt haben. Dann müssen wir es hier reingehen, am besten mit dem Editor öffnen. Aber das müsste es eigentlich schon von selbst machen. Und dann müssen wir das hier, hier steht immer das, wie der Ordner vorher hieß. Dann müssen wir das gleiche auch nochmal eingeben. Steuerung S, speichern, schließen. Und dann öffnen wir jetzt das hier mit WinRAR oder 7-Zip. Und dann kommen wir in diesen Ordner und dann, wie vorher auch, den Meta-Inf-Ordner löschen und dann öffnen wir den Mod, den wir installieren wollen, machen STRG A, STRG C, hier einfach STRG V, okay. Dann können wir das jetzt auch schon schließen. Minecraft öffnen. Und dann gehen wir hier auf Edit Profile und bei Use Version wählen wir jetzt Release 1.6.2 Mods. Das ist dann dieser, also das bei euch steht dann das halt, wie, je nachdem wie ihr den genannt habt, steht dann da halt etwas anderes. Bei mir steht da jetzt halt 1.6.2 Mods. Save Profile und dann auf Play. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Ich gehe jetzt hier noch, das reicht, wenn ich in Optionen gehe. Kann man sehen, Optifine ist installiert. Wenn ihr jetzt noch andere Mods installieren wollt, müsst ihr einfach, ich zeige es euch jetzt nochmal schnell, einfach hier rein, wo ihr Optifine schon reingezogen habt, einfach von dem anderen Mod alles hier reinziehen. Also das ist sozusagen jetzt hier der Bin-Ordner, sage ich jetzt einfach mal so. Denn das ist ja genau das gleiche wie vorher auch, nur dass der Ordner ja jetzt 1.6.2 Mods oder wie ihr ihn halt genannt habt, heißt und nicht mehr Bin. Also ich finde, es ist eigentlich gar nicht so viel komplizierter geworden, wie oft mal so gesagt wird. Ich finde es trotzdem eigentlich noch sehr einfach. Und ja, das war's von meinem kleinen Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen natürlich. Ich würde mich über eine Bewertung freuen und schreibt mir doch in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Probleme habt. Oder wenn es nicht funktioniert oder was auch immer, dann schreibt das doch einfach in die Kommentare. Und dann sage ich jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal.